Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Oberlausitz. Ha, ich mag's barrierefrei. Ja, ist okay. Ich weiß, das tut man nicht. Ich habe es trotzdem getan. Ja, natürlich war das erste Feld nicht gegrubert. Deswegen erlaube ich mir jetzt hier einfach mal, der Helfer loszuschicken. Der kann anfangen mit Ansäen. Ich habe mir die Milchträger besorgt und also diesen Verkaufsträger. Werden wir gleich platzieren. Und ich habe noch was gefunden. Jawohl. Ihr werdet mich wahrscheinlich dafür hassen. Jetzt muss ich aber erstmal gucken, dass man hier einfach der ganz normale Helfer losschicke. So. Okay. Der sollte es tun. Da wollen wir hin. Halt. Eins zurück. Ich habe ja gesagt, den Trigger mache ich jetzt einfach hier hin. Das ist direkt nebendran. So, da gibt es ja einmal einen zum Abholen und einmal einen zum Verkaufen. Und wir brauchen den hier zum Verkaufen. 200 Euro. Toll. Ich hoffe bloß, dass ich die hier überschneiden. Das wäre auch blöd. Machen wir vielleicht doch besser dahin. So. Okay. Gleich mal ausprobieren. Was sagt denn die Lok? Nichts Schlimmes. Okay. Ja, da werden wir unsere Sojamilch los. Jetzt gucken wir mal, was wir dafür kriegen. Kann man ja gar nicht meckern, gell? Gut, das Abfüllen geht jetzt ein bisschen, oder was heißt Abfüllen? Das Abladen, das Verkaufen geht jetzt ein bisschen langsam, aber das ist nicht so schlimm. So, wir haben bekommen 7212 Euro. Sehr schön. LKW bleibt da. Da mache ich jetzt auch mal noch nichts rein. Den stelle ich einfach hierher. So. Aber hübsch ist er, gell? Ja, ja. Schon ein mächtiges Gefährt. Hier wird auch wieder produziert. Gut, gut, gut. So, dann brauche ich jetzt nochmal eine Fläche zum Platzieren. Und da haben wir... Was nehmen wir denn da? Hier haben wir noch eine. Hier haben wir eine... Da haben wir jetzt die Fabrik draufgestellt. Ich würde sagen, wir nehmen die da. Ist nicht so weit weg. Ist eigentlich alles nicht weit weg vom Hof. Das Feld ist ja auch süß. Ich glaube, auf dem Hof werden wir es nicht stellen können. Das ist hier natürlich ein bisschen blöd, aber mein Gott. Nicht so tragisch. Wobei, haben wir nicht irgendwo in der Nähe von den Wiesen, wäre es toll. Aber geht nicht, gell? Wiesen geht nicht. Ja, macht ja nichts. Dann müssen wir halt ein bisschen fahren. Ist ja nicht so tragisch. Wir haben ja Zeit. Und das aus meinem Munde, gell, wo ich immer sage, es pressiert. Nein, es pressiert nicht. Wir machen uns da jetzt keinen Stress. So, das ist mir über den Weg gelaufen. Hier. Der Fermenter. Jawohl. Kann man nämlich Gras und... Maissilage? Quatsch, Maissilage. Häckselgut kann man reinschmeißen. Oh, da wird doch nicht auch noch... Oh je. Was? 120.000? Das habe ich nicht gesehen. Gott, der Gerechte. Ja, jetzt haben wir natürlich das Problem, gell, mit dem blöden Bahnhof Hagenstedt kann ich, glaube ich, den Kredit nicht aufstocken. Dann... Ah, der Helfer. Dann muss ich das anders machen. Dann müssen wir den Kredit schnell zurückzahlen und nochmal aufnehmen. Den können wir ja gar nicht zurückzahlen. So viel habe ich gar nicht. Ach nö. Ich kann mir das nicht leisten. Wieso? Ich will meinen Kredit aufstocken. Hallo? Wieso geht denn das nicht?
Kann man da nicht bescheißen? Ich weiß, dass da dass die Bank auf Hagen steht, ja da reinfummelt. Nein, natürlich nicht. Gut, dann muss ich das anders machen. Wie machen wir denn das jetzt am blödsten? Gar nicht, ich kann ja nicht zurückzahlen. Und kann kein. Na, da habe ich jetzt natürlich nicht dran gedacht. Das ist ja doof. Ganz doof ist es. 120.000. Wieso ist denn das so teuer? Himmels Willen. Ja, da muss ich mich anderweitig nach dem Investor umgucken, quasi. Ach, da ist ja gar nicht der Gruppe. Das wird nicht ganz so einfach werden. Ich könnte höchstens. Ja, aber ich kann mir ja kein Minus eintragen, das ist ja auch blöd. Ich muss mal gucken, vielleicht kann ich da in der. In der Bank auf Hagenstedt rumfummeln, dass ich mir selber nur mal den Kredit aufstocke. Dass man das nachträglichen kann, ist wirklich bescheuert. Sehr unpraktisch. Ah, das hat man ja schon mal das Problem. Gut, da konnte ich aber glücklicherweise den Kredit zurückzahlen und dann noch mal einen höheren aufnehmen. Aber jetzt geht es natürlich. Ich habe keine 120.000. Haben wir ja ausgeben für den LKW und das Fass. Tja, da ist guter Rat teuer. Könnte mir jemand von euch vielleicht 120, nee, wie viel waren es? Was kostet das Ding? 120.000 Euro leihen? Geht das? Ich würde auch 0,01% Zinsen zahlen. So über einen Zeitraum von 50 Jahren wäre super. Und ihr müsst euch auch keine Sorgen um euer Geld machen. Ihr seht ja hier, das ist alles knallhart. Durchkalkuliert, jawohl, Businessplan vom Feinsten, da wird sich auch strengstens dran gehalten. Ja, das hat alles Hand und Fuß. Hust, hust. Mist, Mist, Mist. Kann ich nicht einfach mal was laufen hier? Das ist ja ungeheuerlich, ist das. Und dann muss ich euch auch nur langweilen mit drei Felder Sojabohnen. Außer natürlich, das könnte ich auch machen. Ich glaube, das mache ich auch. Ich hab's. Ich hab's. Das ist die Idee. Feldmissionen. Jawohl. Da hatte ich das letzte Mal, ich habe zwei Feldmissionen aber gemacht, spaßeshalber zum meinen Kontostand hier wieder ein bisschen aufpolieren. Das hat sich richtig gelohnt. Leider habe ich einen riesen Kartoffelacker erwischt und man hat mir meinen alten, uralten Kartoffelroder hingestellt. Also ich habe es gerade so geschafft, gell? Ich hatte, glaube ich, nur 2 Minuten Restzeit. Aber es hat funktioniert. Ich habe dafür gekriegt, ich meine, 17.000 Euro. Also das hat sich schon gerechnet. Doch, doch. Ich meine, 120.000 Euro werde ich nicht zusammenkriegen. Sonst mache ich die nächsten Wochen hier nur noch Feldmissionen. Das ist auch irgendwann langweilig. Aber wenn wir vielleicht so ein paar Kröten draufkriegen könnten.
Vielleicht können wir auch die Gülle. Naja, müssen wir halt vielleicht doch die Gülle verkaufen, gell? Das wird nicht so viel bringen, aber ein bisschen. Kleinvieh macht auch Mist. Ich guck gleich mal. Ich weiß bloß nicht, wo man die Gülle. Also, das sehen wir ja. Doch, Gülle sehen wir in der Preisübersicht. Moment. Momenten. Da. BGA kriegen wir die Gülle. In der BGA kriegen wir die Gülle los, echt? Halt, Mist kriegen wir auch los. Auch an der BGA. Haben wir ja beides, gell? Ja, dann müssen wir doch Verkaufsaktionen starten. Gülle und Mist hilft alles nichts. Und gucken, was hänger bleibt. Vielleicht schaffen wir es ja doch auf seriösen Weg. Also was heißt seriös? Dass ich jetzt nicht in der XML von der Hagenstedt rumpfuschen muss. Ja, also dann machen wir das so. Dann werde ich jetzt hier mal... Ja, ich weiß. Ich hau jetzt das Geld hier raus. So, da schicken wir jetzt den Helfer los. Und wir gehen in unseren LKW, in der Große. Da war er doch. Nehmen die Gülle mit und fahren sie gleich zur BGA zum Verkaufen. Oh, hoppla. Her mit der Gülle. Gülle in Hülle und Fülle. Wo verkauft man die eigentlich bei der BGA? Die Farm BGA ist da. Wo nehmt ihr hier? Ah, hier. Hübsch. Sehr schön. Und wo kann ich hier mein Mist loswerden? Hier wahrscheinlich, oder? Ist es zum Verkaufen? Bestimmt. Können wir auch ausprobieren. Aber jetzt müssen wir erstmal die Gülle loswerden. Gucken wir mal, wie viel wir dafür kriegen. Aber wisst ihr was? Jetzt gehen wir erstmal hin. Ist mir jetzt gerade so. Halt. Ist mir jetzt gerade so eingefallen. Wir gucken mal, dass wir unseren Kredit abbauen können. So, wie viel haben wir jetzt? Oh. Okay. Ja, wir fahren so rum. Weil hier war ich nämlich noch nicht. Oh Gott, ey, Verzeihung, Moment. Entschuldigung. Das kommt davon, wenn ich immer versuche, mir das zu verkneifen und dann kommt so ein. Das tut mir jetzt leid, da kommt so ein blöder Quietscher raus. Ich habe sogar, ich habe sogar die Hunde erschrocken. Ja, ich weiß, ich bin wieder auf den Hamster treten und so weiter und so weiter. Ich werde krank, da haben wir es, wegen der Eiszeit. Es sind bloß nur 13,6 Grad. Gestern war so 14 Grad draußen. Ich fange schon wieder an, Unfug zu erzählen, gell? Ah, das ist die Mühle. Genau. So, jetzt bleiben wir alles auf dem Feldweg und dann bei der Scheune müssen wir hoch und links und dann kommen wir zur BGA. Oh, hoch und halt. Oh, gut. Verzeihung.
Ja, hier könnte man es auch verkaufen, aber da kriegen wir nicht so viel dafür. Hey, ich wollte nicht oben rum. Wie komme ich jetzt wieder runter? Hallo? Darüber muss ich. Links rüber. Da müssen wir hin. Ist vielleicht doch hier zur Entnahme, hä? Oder kann ich die jetzt hier doch nicht verkaufen? Ich hab doch Gülle. Nee. Doch nicht hier. Ich hab doch hier. Wo denn dann? Wieder alles falsch. Alles hier, alles falsch. Ich sehe hier sonst nichts zum Verkaufen. Ja, das kann ja nicht gehen, das sind ja Gärreste. Aber da stand doch, ich kann hier meine Gülle loswerden. Wo denn? Doch nicht da drin, oder? Ah, doch. Tatsächlich. Ja, auch nicht schlecht. Dann ist das hier gleichzeitig mit der Verkaufsträger für Gülle. Cool. Das ist gut. Kann man nicht meckern. Oh, hier flackert eine Platte. Egal. Guck mal von vorne auf der LKW. Okay, das können wir uns sparen in Zukunft. Also 829 Euro für, was waren es? 27.000 Liter? Nein, irgendwie nicht, nein. Nee, das ist nichts, das lohnt sich nicht. Wieso blinken denn die Ponys dauernd? Ja, weil es bei 80% ist, müssen wir eins weiterschalten. Nee, das lohnt absolut nicht. Das können wir sein lassen. Also den Weg sparen wir uns. Ich habe gedacht, da wird jetzt ein bisschen mehr rausspringen. Aber das ist wirklich sehr wenig. Da ist vielleicht ein Teil der Helferkosten dann zahlt damit. Das ist jetzt auch nicht verkehrt. Nee, aber das ist schon sehr, sehr wenig. Na. Auf der Auspuff hält noch. Sieht aus, als würde er gleich abfallen. Okay, gut, Versuch, was wert. Aber Satz mit X war wohl nichts, macht nichts. So. Ja, dann würde ich sagen, ich gucke jetzt mal, was die Helfer treiben. Wo sind sie denn? Da. Okay, der hat nur ein bisschen Saatgut. Ich hoffe, das reicht. Der ist hier noch am Grubern. Ja, ich würde sagen, für diese Folge komme ich zum Ende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat Spaß gemacht und freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal mit dabei seid. Bis dahin, wie immer, eine gute Zeit und ich sage Tschüss.